Der Teil Nummer 19 der kleinen Serie über den Bau meiner Feldbahn in Spur 1 ist wiederum in drei Abschnitte aufgeteilt. Zunächst geht es hier um den Bau des Streckenmoduls oder Rampenmoduls und hierbei um das Verlegen der Gleise, speziell das Nageln der Gleise. Zwischendurch wird hier und da vielleicht nochmal etwas geschnitten oder ein paar Schwellen rausgebrochen, aber im Prinzip wird hier weiter genagelt. Im zweiten Teil geht es weiter mit dem Herrichten der Seitenwände für die Lagerbaracke auf dem Minsener Oog. Und im dritten Teil werden weiter Bohlen und Profile für das Minsener Oog geschnitten und eingefärbt. Insofern nicht viel Neues. Man könnte jetzt natürlich sagen, das habe ich alles schon mal gesehen und das tue ich mir nicht nochmal an. Und ich könnte verstehen, wenn ihr erst in Teil 20 wieder reinguckt. Aber zuvor noch ein paar Gedanken zu den Kosten einer solchen Anlage. Ich hatte ja schon erklärt, ich verwende altbaubares Fleischmann-Material aus der Modellgleis-Version und richte die dabei so her, wie es hier zu sehen ist, nämlich das Schwellenband vom Fleischmann raus und neue Holzschwellen drunter. Hab dann dafür aber eine relativ teure Platte gekauft mit dieser Tischlerplatte und hätte Geld sparen können, vielleicht indem ich einfach ein Türblatt genommen hätte, was mir jetzt auch das Verlegen der Gleise etwas erleichtert hätte, denn ich muss die Nägel nicht nur durch die Schwelle treiben, sondern auch noch ein Stück weit in die Tischlerplatte hinein. Alles Übrige außer der Lokomotive ist relativ preiswert. Die Digitalsteuerung klemme ich jeweils bei meiner H0-Anlage ab. Die kleinen Zangen sind sehr preiswert, die Nägelchen sind sehr preiswert. Es gibt aber auch richtig fertiges Feldbahngleis zu kaufen und das sieht spitzenmäßig aus. Wie gesagt, damit wäre ich jetzt weit über 200 Euro für diese Platte gekommen. Aber während ich da so arbeite, habe ich mir schon manches Mal gedacht, oh ja, hetzte man. Aber warten wir es mal ab. Diese Loren kann man teuer kaufen oder relativ billig. Im Internet bei eBay einfach mal Spur 1 Feldbahn eingeben, was da so kommt. Und ja, warum weiter Spur 1? Nun, ich habe von meiner Spur 0 Anlage damals relativ viele Bäume übrig behalten. Und diese Bäume waren sowieso für Spur 2 konzipiert, sahen aber auf Spur 0 auch recht gut aus. Die möchte ich hier weiter verwenden. Und weiter ist es ja so, dass ich in Spur 1 zum allergrößten Teil zum Selbstbau gezwungen bin. Das heißt, ich kaufe Sperrholzplatten und kleine Holzprofile, wie man billig an die kommt, habe ich ja gerade vor einigen Folgen einmal berichtet. Das übrige Material ist recht preiswert. Und ich möchte jetzt mal die Rechnung Bastelspaß zu Kosten aufmachen. Und wie alle verfolgen konnten, ist das Basteln an dieser Anlage eine langwierige Geschichte. Übrigens, die Loren drüber rollen lassen hat nicht nur die Funktionsprüfung als Bonus, sondern ich kann dann auch immer meine Hände ein klein bisschen entspannen, denn nur Nägel drücken ist ein bisschen arg anstrengend. Also, wie gesagt, vergleicht man das auch nur mit dem Plastikbausatz eines Bahnhofes oder eines Klosters oder irgendetwas, dann verbrauche ich hier pro Stunde an Material weit unter einem Euro, weit unter einem Euro. Und das ist ein recht preiswerter Bastelspaß. Das einzig Teure an der Spur 1
fällt an, war eigentlich die Lokomotive. Auch bei den Loren möchte ich auf die Dauer ja anfangen, selber etwas dran zu tun. Und vielleicht kann ich das ja schon in einem der nächsten Videos zeigen. Im Übrigen, Styropor für die Straßen wird noch ins Spiel kommen und Styroform. Das lässt sich alles sehr, sehr billig beschaffen. Und so ist dieses Feldbahn-Hobby trotz der teuren Lokomotive zu Anfang mit ihren 700 Euro eines der billigsten Hobbys oder eine der billigsten Art und Weise, wie man Modellbahn betreiben kann. Ich hatte das vor vielen, vielen Monaten einmal vorgerechnet in einer Folge, wie fange ich wieder an, oder in einer kleinen Serie, wie fange ich wieder an. Und mit einer Anfangspackung kommt man nicht weit, selbst bei Spur H0. Man muss schnell weichen, neue Wagen, neue Lokomotiven dazu bekommen, um ein Thema glaubhaft darzustellen. Und ist vom Basteln her dann sehr, sehr schnell bei weit über 10 Euro die Stunde der Bastelspaß dann kostet. Und später mal der Fahrspaß natürlich nicht mehr. So dass ich also jedem, der sehr aufs Geld achten möchte, muss, eigentlich empfehlen kann, das auf diese Art und Weise zu tun. Nimmt man ein Türblatt als Grundlage für solch eine Anlage, dann braucht man nicht einmal viel Fläche. Das kann auf dem Küchentisch liegen und ist verbindungssteif genug, um jeweils dann irgendwo an die Wand gelegen zu werden. Schöner Platz dafür ist meistens in der Nähe des Kleiderschrankes. Man muss halt nur regelmäßig dann aufräumen, nämlich die Platte, bevor man sie wieder wegbewegt. Und dann muss es ja nicht solch ein Thema sein wie dieses hier, wo ich ja mehrere Module brauchen werde, sondern man kommt mit einer Türplatte durchaus hin, wenn man ein spezielles Thema nimmt. Etwa nur die kleine Ziegelei, nur die kleine Werkstatt etc. pp. Vorbilder lassen sich finden. Und wenn man mal in die Modelleisenbahnen geht, die ich aufgenommen habe, über meine Website uwehilgemann.de kommt man relativ schnell an die Playlist für diese Modelleisenbahnen. Dann sind sehr viele dabei, wo eine winzig kleine Feldbahn gebaut wurde. Und winzig klein ist sie, egal in welcher Spurweite. 0i, 1i oder auch 2p. Und wo man ewig lang dran gebastelt hat, etwas Wunderschönes draus gemacht hat und schließlich ohne viel Geld in seinem Hobby sehr lange frönen konnte. Dies nochmal als Gedanke mit auf den Weg. Wer ernsthaft überlegt, eine Modellbahn Spur 1 zu bauen, der braucht erst einmal das Geld für eine Lokomotive, aber danach nicht mehr so besonders viel. Er muss aber bereit sein, fast alles selber zu machen und sich auch mit der Lokomotive notfalls auseinanderzusetzen. Aber dann finde ich, jetzt nach diesen ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist es eines der schönsten Hobbys und eine der schönsten Arten, Modellbahnerei zu betreiben. Und dazu auch noch, wie ausgeführt, mit die preiswerteste. Damit möchte ich aber die Philosophiererei für diese Folge einstellen. Wie gesagt, es geht jetzt mit Sachen weiter, die alle schon bekannt sind und die ich nicht nochmal erklären muss und nicht noch einmal erklären will. Und ich verabschiede mich bis zum Teil 20. Das Video läuft natürlich noch eine gute Zeit weiter. Und man kann sehen, wie ich die bekannten Tätigkeiten mit Fleiß und Geduld ausführe.
Thank you.